Ein Sitzplatz heißt es bei uns in der Andreaskirche auf grünen Schildern. Wo dieses Schild liegt, darf ich Platz nehmen. Neben mir sitzt keiner. Weitere Gottesdienstbesucher im hygienischen Abstand in der nächsten Bank. Vor der Pandemie war ich froh, wenn ich einen Platz allein in der Bank ergattern konnte, am besten am Rand. Heute würde ich liebend gerne aufrücken, jede und jeden hereinlassen in meine Bank. Wenn ich unsere Küsterin vertrete, fällt mir auch die Kontrolle der Mindestabstände zu. Wer darf noch sitzen, wenn die Kirche schon fast voll besetzt ist? Unsere Plätze sind begrenzt auf 40 in der Kirche unten, 30 auf der Empore und ein paar Notsitze. Stehen darf man nur ausnahmsweise und auf Abstand. Da haben es die vielen Heiligen in der Andreaskirche besser. Die stehen fast alle. Sie sind schon himmelwärts gerichtet. Dort im Himmel haben sie einen festen Platz, einen sicheren Sitz. Wie steht es sonst um die Sitzplätze im Himmel? Von Jesus Christus sagen wir im Glaubensbekenntnis, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Im Hochgebet endet die Bitte für unsere Verstorbenen mit den Worten: Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Völlig unkompliziert scheint es mit den Sitzplätzen allerdings auch im Himmel nicht zu sein. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass Jakobus und Johannes an Jesus herantreten und ihn bitten: Lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Der lässt sie daraufhin wissen: Den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. Auf einen Sitzplatz im Himmel gilt es also zu hoffen. Einen Platz in meinem Herzen aber könnte ich hier und jetzt bereitstellen. Ich könnte Christus bitten, mein Herz als seine Krippe zu nehmen. Vorbereiten würde ich mich darauf, indem ich gründlich querlüfte, aufräume, entrümpele. Vielleicht kommt er und bringt ein wenig Frieden zu mir, zu meiner Familie, zu uns allen, in die Welt. Komm, Heiland dieser Welt, ich habe Platz gemacht in meinem Herzen. Entzünde dort das weihnachtliche Licht der Liebe. Dann lass deinen Platz in meinem Herzen zu meinem Sitzplatz bei dir werden.